Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Im heutigen Video geht es um den ultimativen Verkaufstipp und wie du alles im Leben bekommen kannst, was du möchtest. Wichtig ist zunächst mal zu verstehen, dass es im Verkauf weniger um Fakten geht, sondern mehr um Emotionen. Ja? Und die Frage ist ganz einfach, wie fühlst du dich, wenn du an dich, an deine Produkte, an deinen Service, an deine Dienstleistung denkst? Fühlst du dich gut? Bist du total begeistert? Gehst du morgens aus dem Bett, schaust in den Spiegel und sagst, hey Junge, du bist ein toller Typ, wir schaffen das, wir machen das gemeinsam, ja, auf zu neuen Ufern, auf zu neuem Erfolg? Oder denkst du, ach Gott, wäre ich lieber mal im Bett geblieben, ja, ich sehe so schlecht aus, mir geht's gar nicht gut und außerdem die Produkte kannst du eh vergessen, ja, Service, naja, mal schauen, ja. Was ist es? Ja, es ist nicht schlimm, wenn du dich momentan nicht so begeistert fühlst. Du wirst jetzt hier gleich noch ein paar Tipps bekommen, wie du das für die Zukunft ändern kannst. Aber wichtig ist zu erkennen, dass Verkauf das Ergebnis deiner Emotionen ist. Und nur wenn du den Menschen gegenüber erreichst, dann hast du auch die Chance, also emotional erreichst, dann hast du auch die Chance, das Geschäft zu machen. Ich hatte früher auch so eine Phase, da habe ich die Leute mit Fakten bombardiert. Und das Ergebnis war dann folgendes, die Leute haben gesagt, oh ja, das hört sich interessant an, ich muss mir das Ganze nochmal überlegen, von denen habe ich nie mehr was gehört. In dem Moment, wo wir auf die Emotionen gehen, haben wir eine viel größere Chance, das Geschäft zu machen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, zu erkennen, dass Erfolg ja eine Reise ist und die Reise, die beginnt immer bei dir. Ich habe jetzt in den letzten Jahren Menschen kennengelernt, die hüpfen von einem Unternehmen zum anderen, von einem Network zum nächsten, und irgendwo haben die Leute immer so das Gefühl, woanders ist das Gras grüner. Aber letzten Endes kommt es darauf nicht an, in welchem Unternehmen du bist. Natürlich muss das Unternehmen stimmen, natürlich gibt es bessere Unternehmen und schlechtere Unternehmen, das ist alles keine Frage. Aber du nimmst dich in jedes Unternehmen mit, und wenn du andere Ergebnisse willst, dann müssen wir uns selbst verändern. Wenn wir andere Ergebnisse wollen, müssen wir in uns arbeiten. Wir müssen uns verändern, nur dann sind andere Ergebnisse möglich. Deswegen ist es zunächst einfach gar nicht so entscheidend, in welchem Unternehmen du bist, sondern auf welchen Weg du dich machst, wie du dich veränderst. Ja? Und in dem Moment, wo du dich zum Positiven veränderst, werden auch deine Ergebnisse positiver werden. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, dass du selbst an dich glaubst, dass du an deine Vision, an deinen Traum, dass du an diesen Traum glaubst und lass ihn dir von niemandem kaputt machen. Ja? Viele Menschen haben viele Meinungen, entscheidend ist, was du über dich und über deine Sache denkst. Und dann zieh sie durch, bleib dabei, halt an deinen Traum fest, bis du ihn verwirklicht hast. Ein weiterer wichtiger Punkt, um alles im Leben zu erreichen, was du willst, ist, stell dir die richtigen Fragen. Ja? Viele Menschen, die fragen sich immer, warum geht dies nicht, warum geht jenes nicht, warum geht das nicht, warum verdient der mehr wie ich, warum ist dies so, warum ist dies jenes, bla bla bla. Stell dir nicht die Frage nach dem Warum, sondern wie. Ja? Frag dich nicht, warum verdiene ich keine 10.000 Euro im Monat, sondern stell dir die Frage, wie kann ich es verdienen, was kann ich tun, was kann ich machen. Und in dem Moment, wo wir die richtigen Fragen stellen, ja, dann wird das Unterbewusstsein arbeiten und wird uns auch die richtigen Antworten bringen. In dem Moment, wo wir die richtigen Antworten können, können wir natürlich auch das Richtige tun und wir haben natürlich ganz andere Ergebnisse. Es ist von ganz entscheidender Bedeutung, wie du die Dinge angehst. Gehst du mit Begeisterung an die Sache ran, dann wird dein Vorhaben eher Erfolg führen, wie wenn du demotivierst an etwas dran gehst. Ja? Und ich habe für mich einfach vor langer Zeit schon die Entscheidung getroffen, macht es mir Spaß, bin ich begeistert, und wenn ich jetzt gerade nicht gut drauf bin, dann sorge ich erst dafür, dass ich gut drauf bin. Und vorher mache ich es nicht. Ja? Ich motiviere mich selbst und in dem Moment, wo ich motiviert bin, gehe ich dran und gebe Gas. Was natürlich nicht heißen soll, dass man sagen soll, oh, ich bin heute nicht motiviert, ich mache heute mal nichts. Nein, um das geht es gar nicht. Ja? Es geht darum, einen Umgang mit dir zu finden, wie du dich selbst motivieren kannst. Und da gehören die richtigen Fragen zu stellen auch dazu. Und wenn du mal wirklich so an einem Tiefpunkt bist, dann frag dich einfach, was ist mein Traum? Ja? Und wie möchte ich den Traum erreichen? Und dann wird dein Unterbewusstsein dir die richtigen Antworten geben und du wirst eine ganz andere Motivation bekommen. Okay, das war jetzt ein kurzes Video. Ich hoffe, es waren ein paar ganz entscheidende Punkte für dich dabei, die dir auch weiterhelfen können. Ich freue mich wie immer auf Feedback von dir. Heute ist ja super geniales Wetter, deswegen wünsche ich dir einen fantastischen, wunderschönen Tag und natürlich maximalen Erfolg. Mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.